Das heißt, wir haben jetzt eine Fabrikhalle mit einem Dach. Hallihallo, Lüchen, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Monster und Let's Play Hack dem blöden Skelett den Schädel ein. So, ist zwar ein bisschen gewalttätig, aber macht Spaß. Ich war da ja hier das letzte Mal daran, das Dach zu bauen, werde ich jetzt auch weitermachen. Dich muss ich hier mal irgendwie runterziehen. Ich habe auch gelesen, ich musste hier noch wesentlich weiter hochbauen. Das könnte spaßig werden. Nee, eher weniger. Aber schauen wir doch erstmal hier, dass wir das Dach irgendwann mal fertig bekommen. Ja, von innen muss ich mal schauen, ob ich es dann irgendwie verkleide oder sowas. Wisst ihr, ich hasse diese Panels. So. Schauen, dass ich die Rüstung wieder ausziehe. Und dass ich hier irgendwie das schaffe, so im Laufen da vorbeizugehen und das Zeug zu setzen. Wenn man irgendwie einstellen könnte, wie die hier an den anderen Platten sich festsetzen, wäre das Ganze wesentlich einfacher. Wesentlich. Also wirklich wesentlich. Aber nein. Leider nicht. Das war so nicht geplant. So, gib mir zurück. Ah, gut. Ich kann ja auch ohne dieses Ding fliegen. Hier ist noch offen. Ich habe dich hier jetzt ein bisschen hochgesetzt, damit hier nichts mehr in Flammen aufgeht. Mal schauen, ob das funktioniert, so wie ich das will. Dann fangen wir bei der Seite wieder an. Das scheint ziemlich gut geklappt zu haben. So. Okay. Bisher geht's so einigermaßen gut. Ja, ich muss mir gleich wieder ein paar neue Sachen zuschneiden. Das können wir auch gleich machen. Unten der Keller muss auch noch ein bisschen ausgebaut werden. So, ich habe ja gestern ein bisschen gestreamt. I ist ja nicht das Inventar hier drinnen. Hilfe. Säge. Und dich. Nein, wieso schmeiße ich jedes Mal meine Säge weg? So, hab auch beim Stream den YouTube-Livestream ausprobiert. Das ging leider überhaupt nicht so, wie ich das wollte. Schon alleine, weil sehr viele Leute auf den Stream gar nicht zugreifen konnten. Das wurde geblockt von YouTube. Einfach mal pauschal. Denn YouTube kann ja nicht entscheiden oder sehen, was da jetzt gerade verwendet wird an Musik und das dann gleich ja zu sperren oder sowas. Deswegen hat YouTube sich dazu entschieden, sämtliche Streams über ihre Plattform einfach mal spontan komplett für deutsche Zuschauer nicht sichtbar zu machen. Das ist doch mal scheiße. Entschuldigt den Ausdruck, aber das ist halt wirklich nur komplett blöd. Ich meine, wieso haben sie dann überhaupt die Funktion für deutsche YouTuber, wenn man es eh nicht nutzen kann? So, das hier ist fertig. Und jetzt müssten hier überall noch diese Dinger rein und der hier. Ich hätte gerne hier so halbe Platten, nur ich kann hier auch nichts. Ich kann nur. Moment. Das muss ich schauen. Wenn ich dich hier drauf setze, machst du mir dann einen großen hin, ja. Leider. Leider funktioniert es nicht so, wie ich will. Deswegen. Ich weiß nicht, wieso meine Maus teilweise zweimal klickt. Das ist doch unfair. Das ist doch unfair. So. Dann musst du hier drauf. Und ich bin am Überlegen, ob ich hier oben auch noch eine Schiene drauf mache, wieder vorne. Schauen wir erstmal, dass wir hier so komplett rumkommen. Und dich hier. Und dich hier. Ah!
Diese Maus, manchmal, ich klicke einmal drauf und das registriert, hey, du hast doch da bestimmt zweimal drauf geklickt, also mindestens. Deswegen mache ich dir jetzt auch das ganze Zeug zweimal hin. Will ich doch nicht. Da will ich auch nicht hin. Ah, es ist hier ein anderer Block, deswegen hat das so funktioniert, wie ich es eigentlich wollte, aber nicht machen kann überall. Das hier schaut halt ein bisschen komisch aus mit diesem großen. Ich habe keinen Plan, wie ich das anders machen sollte. Deswegen lieber so als gar nicht. Und hier oben muss dann noch überall dieser Böbbelchen drauf. Böbbelchen, Böbbelchen, Böbbelchen und Böbbelchen. Ah, da hinten noch. So. Dann schaut das ganze Dach so aus, wenn man da drauf zufliegt. Ist jetzt nicht so schlecht, aber hätte auch ein bisschen besser sein können. Muss ich zugeben. So, diese Seite. Da ist schon einer, da ist auch und da ist noch keins. So, Bobbel oben drauf. Und hier die seitliche. Ich bin gelandet. Mann, ich wollte doch nicht landen. Dann muss hier der hier hin. Und da nicht, weil da kommen jetzt hier wieder diese Darkwood-Dinger hin. Ich ziehe mir mal meine Rüstung hier wieder an. Jetzt müsste ich eigentlich nicht mehr rumfliegen müssen die ganze Zeit. Nein, falsch. Ich wollte dich doch hier wechseln. Genau, Werkbank. Und noch ein paar Slaps. Werdet ihr diesmal überleben? Nicht, wenn ich euch so blöd hinsetze. So, theoretisch dürfte hier ja jetzt kein Feuer mehr sein. Also, theoretisch. Was Minecraft sich denkt, das weiß ich natürlich nicht. Ich falle runter. Genau. Wieso bin ich da gerade runtergefallen? Ich kann hier mal schauen, ob es hier irgendwie eine schöne Möglichkeit gibt, die hier hinzusetzen. Ich habe gesagt, eine schöne Möglichkeit. Theoretisch könnte es so funktionieren. Ja, um mal wieder zurück auf den Stream zu kommen. Ich habe dann auf Twitch weiter gestreamt. Und da dann noch zu Ende gespielt. Und ja, es hat halt noch wesentlich besser funktioniert. Nicht jeder konnte sehen. Ich habe meinen Mobot, meinen kleinen, der mir immer mein Zeug postet, was ich will. Das hat man ja bei YouTube auch nicht. Da gibt es keine Bots in dem Sinne. Wahrscheinlich noch nicht. Vielleicht kommt es irgendwann mal. Aber dann auch nur für die, die überhaupt streamen können. Wie könnte ich das hier hinbauen? So schaut es irgendwie blöd aus. Ich habe schon wieder I gedrückt fürs Inventar. Über welchen Mod läuft denn das hier eigentlich? Forge Microblocks. Add Mod Microblocks. Okay. Forge Microblocks dann eben. Gibt es hier noch irgendwelche Panels, die in der Hälfte sind? Was passiert denn eigentlich, wenn ich hier einen Half Slab durchschneide? Kann ich den überhaupt durchschneiden? Gibt es hier überhaupt Half Slabs dafür? Nee. Ich kann daraus eine Pressure Plate machen. Das bringt mir aber auch ziemlich wenig. Ich habe hier den hier. Wenn ich der Säge anvertraue, dann passiert überhaupt nichts. Okay. Hätte ja sein können, wäre schön gewesen, aber dann eben nicht. So, dann schauen wir, dass wir hier noch die Leiste rüberziehen. Ah, ich bin auf der Powerfist. Nee, das ist so von der Seite auch blöd. Schade, ich habe gedacht, das funktioniert vielleicht ein bisschen besser, aber nein. Oder ich mache da einfach ein anderes Panel hin. Also irgendwie, man, diese Powerfist. Wenn man gerade sneakt, dann schaltet man bei der Powerfist um. So, dann
dann setz dich eben doppelt. Ich kann dich später immer noch abbauen. Das ist schneller, als wenn ich hier jetzt jedes Mal wechsle. Bum, 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 bum. Nein, nein, nein. Alles falsch, alles falsch. So, du weg. Und du weg. Und du weg. Und du weg. So, ich muss mir hier ein paar neue zuschneiden. Wo bist du? Da bist du. Nee, ich habe doch noch eine halb kaputte. Ach, das ist die halb kaputte. So, und hier noch ein paar. Und da habe ich die. Gut. Da bin ich rübergegangen. Dann muss ich hier. Okay, noch dreimal. Es wird spaßig. Nee, wird's nicht. Also bisher scheint das Dach jetzt durchzuhalten und nicht in Flammen aufzugehen oder einfach zu verschwinden. Ich habe keinen Plan, wieso das einfach verschwunden ist. Nein, ich hasse es mit diesen... Es ist echt saugeil, dass man hier diese durchgeschnittenen Dinger hat und man damit arbeiten kann. Nur, es ist teilweise so blöd. So. Lichtlevel ist hier keins. Es könnte also jemand spawnen. Ich könnte hier noch so reinsetzen, die Dinger. Nee, aber geht hier bei den Half-Slabs oben nicht. Ich wollte dich doch nicht abbauen. Mann, bleib doch da. Ja, du darfst gerne gehen. So. Nächste Reihe. Ja, dann habe ich dich eben wieder doppelt gesetzt. Ich höre hier die ganze Zeit das Feuer knistern, nur das ist halt das von oben. Ich weiß nicht, inwieweit da das Feuer jetzt mein Holzdach beansprucht. Ich hoffe gar nicht. Nur ich kann es nicht wirklich sagen. So. Wupp, 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 wupp. Ich bin wieder in der Powerfist. Mann! Nein, den Fisch will ich hier nicht aufs Dach legen. So. Einen habe ich doch falsch gesetzt. Ja, da hinten. Ah, das ist ein Baum. In der Ferne. Da ist es. Letzte Reihe. Dann ist das Dach fertig, einigermaßen. Ich weiß immer noch nicht, was ich dann damit mache. Ich bräuchte einen richtig geilen Block. Also so einen richtig geilen. Was gibt's denn hier an richtig geilen Blöcken? Also es gibt ein paar von, vom Chisel Mod. So ein bisschen fabrikmäßig ausschauen, die sind ziemlich geil. Aber ich wüsste jetzt nicht genau, ob da jetzt einer dabei ist, der halt jetzt richtig schön dafür geeignet ist. So, dich kann ich ja hier unten komischerweise nicht hinsetzen. Nun, diese Ecke? Nee, brauche ich nicht. Du kommst weg. Dann kommst du weg. Und du hier oben. Okay, dann muss das Dach eigentlich soweit theoretisch ganz gut sein. Ich kann es ja auch mal ausprobieren mit den Glowstone-Dingern. So, Glowstone. Was bist du? Glowstone Illuminator. Der schaut eigentlich echt geil aus. Wie stelle ich dich denn her, damit ich noch ein paar von dir bekomme? Wieso drücke ich jetzt die ganze Zeit auf I ins Inventar? Illuminator Frame. Okay, du bist also so. Machst du Licht? Ich hätte dich wahrscheinlich nicht unter dieser Fackel setzen dürfen. Ich komme mal wieder nicht aus der Tür raus. So. Nee, du machst kein Licht. Das ist schade. Du wärst nämlich richtig geil gewesen. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was so ähnlich ausschaut, aber Licht macht. Ich habe schon wieder E gedrückt. Glowstone Slab. Kann ich mir vielleicht das Glowstone und, und die Chisel dazu ein bisschen besser machen?
Hier ist Glowstone, die Chisel. Wo habe ich meine Chisel? Da habe ich meine Chisel. Ich habe keinen Plan, wieso die hier überhaupt eine Haltbarkeitsanzeige hat. Das schaut alles nicht so toll aus, muss ich gestehen. Dich kann ich hier wahrscheinlich nicht bearbeiten, genau. Darkwood auch nicht. Basalt auch nicht. Irgendwas Leuchtendes. Glowing, Glow, noch irgendwas. Glowstone von Magical Crops. Aha. Hollow Glowstone Slab. Aus welchem bist denn du? Neo Glowstone? Ah, da unten. Ah, du hast aber... Du hast keine schöne Textur. Das ist schlecht. Und ich habe jetzt hier mein Haus kaputt gemacht, weswegen... Unten liegt's. So, Sandstein und hin. Mann, mach ich mir ein eigenes Haus kaputt wegen dem blöden Glowstone. Ich habe schon wieder I gedrückt. Mann! Glowstone Bricks. Es ist zwar alles schön, nur die sind alle nicht in dem Resource Pack mit drin und dann schaut's blöd aus. Hier vielleicht noch irgendwas anderes. Redstone Block könnte ich doch zerschneiden. Redstone Bricks. Einfach nur mit Redstone. Das muss ich mal ausprobieren. Redstone. Blöcke und Redstone. Ja, hier steht ja eine Werkbank nebenan. Hast du eine Textur? Ja. Ich glaube, ich lasse aber das Redstone und zersäg dich hier. So. 8 Teile. Lass mich hier raus. Dann müsstest du quasi hier dran. So, mal schauen, wie das aussieht. Ich habe keinen Plan. Ja, lenkt auf jeden Fall ab davon, dass es so ein bisschen komisch ausschaut. Vielleicht hat ja jemand von euch noch eine bessere Idee. Könnt ihr auch mal schauen, wie es ist, wenn ich die hier reinsetze. Schauen sie irgendwie aus wie Augen. Das ist irgendwie blöd, oder? Dann macht es da vorne irgendwie mehr hier. Also muss ich jetzt sagen. Aber vielleicht hat ja jemand von euch noch eine Idee. So, bist du jetzt hier komplett runtergeflogen? Natürlich. Wieso habe ich mir auch irgendwas anderes gedacht? Ich habe schon wieder I gedrückt. Hilfe! Dahin. Und die andere Seite. Reichen mir 3? Bestimmt um 1 nicht. Doch, es reichen mir 3. Oder? Ah, da hinten kommt die E-Kante hin. Redstone und Redstone und Redstone. Ist genau aufgegangen. Ist doch schön. Jetzt schaut es nicht mehr ganz so, na, eintönig aus. Das Dach ist auch noch komplett da. Das heißt, wir haben jetzt eine Fabrikhalle mit einem Dach. Mann, nervt mich hier nicht. Von den Dingen hier muss ich auch noch sehr viele machen. Ich habe schon wieder hier gedrückt. Hilfe! Dingsbums hier. Inverted Lamp. White Illumina. Zu. Weil ich muss hier raus. Hilfe! Wie viel kann ich denn von dir hier herstellen? 30. Okay, es scheitert aber am
Glowstone. Knochenmehl hätte ich hier noch genug. Dich lassen wir hier mal durch. Und Durgain. Ah, noch ein bisschen. Glowstone müssen wir also holen. Es sollte nicht ganz das Problem werden und ich muss... Ich brauche hier erstmal mehr Platz. Storage. Nee. Wie heißen die denn? Doch Storage, aber nicht mehr 2A. Okay. Storage. Mir reichen die 4K. Da habe ich natürlich die Dinge hier nicht. Storage Segment. Ich habe dieses Goldding hier nicht mehr. Okay. Das heißt, ich muss mir hier komplett die Dinger hier wieder neu bauen. Ich habe kein Silikon mehr. Wie war denn das Silikon? Nether Quarz. Okay. Dust. Ich könnte euch hier eigentlich mal theoretisch wieder ein bisschen schmelzen oder sowas. Okay, Nether Bricks. Und normale Bricks. Ihr könnt hier wieder rein verschwinden. So. Okay, dann eben nicht. So. 4 Stück. Reichen mir die 4? Ich weiß es nicht. Ich muss auch mal schauen. Hier an der Seite fehlen ja noch die Zäune. Als ich die hier mal setze, habe ich... da ist das Ding. Habe ich im ME-System noch irgendwas davon? Brick. Nee, habe ich nicht. Aber ich habe hier noch Bricks. Wieso habe ich die dann nicht schon vercraftet dazu? Ich habe keinen Plan. 60, ich weiß nicht, ob mir die reichen. Hat er mich jetzt schon wieder doppelt geklickt. Dum, 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 dum. Dum 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 dum. Nee, werden mir nicht reichen. Mir fehlen wahrscheinlich dann noch 5 oder sowas. Nee, da hinten habe ich auch keine. Schade, schade, schade. 6 Stück habe ich noch. Und wie viel brauche ich noch? Nochmal 6. 7, 8. 8 Stück noch. 8 blöde Stück noch. Kein Signal, kein Signal. Hier vorne habe ich wieder Signal. Bricks. So. Und hierhin. Und 8 Stück. Das sollte dann theoretisch reichen. Nicht, wenn ich wieder da 2 hinsetze. Mann! Ich hab doch gerade was gesagt, oder? Und du noch weg. Danke. So, dann sind die hier auch gesetzt. Die Lagerhalle dürfte theoretisch reichen von der Größe her. Ich weiß es aber noch nicht. Warte mal, da vorne fehlt eigentlich auch noch das Rot. Redstone. Mal schauen, vielleicht ende ich das Dach auch noch komplett ab. Ich weiß noch nicht, was ich mache. So. Mimicry. So, dann holen wir uns hier durch noch ein paar. Irgendwas habe ich hier drinnen, was mein ME-System mal wieder verstopft. Ich habe keinen Plan, was es ist. Haben wir hier irgendwas, was nicht unbedingt drin sein muss? Zum Beispiel die Goldhelme. Die Goldhose. Das Goldschwert. Eisenschwert. Eisenschwert und die Eisenpickaxe. Du bist da auch nicht richtig. Du bist auch nicht richtig.
das Zeug ich hier hab. Ja, gab hier, ja, dann lassen wir mal drinnen, das ist jetzt egal. Stahlschwert, das ist noch ungebraucht. Das brauchen wir nicht mehr. Minecraft, was ist denn du? Was bist du hier eigentlich? Die hier. Ja, wir können hier eigentlich einiges rausschmeißen. Wie dich und dich und dich und... Na, brauche ich die hier eigentlich? Nee. Den Medok können wir raushauen. Das Eisenschwert hier. Die Spitzhacke. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nichts Wichtiges von mir weggeschmissen. Und du bist, genau, du bist hier, Minotaurus-Axt, du kommst hier mit rein zu Twilight Forest. Und die Goldhelmchen dürfen da auch mit rein. Schon 25 Minuten, muss ich mal schauen. Storage Segment. Ich sollte dich vielleicht auch hier reinlegen, 1, 2, 3. Wie viel brauche ich für dich? 4K. Ich brauche 9. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann könnte ich theoretisch hier hingehen und mir... Nein, was fehlt mir jetzt noch? Es fehlen mir schon wieder diese Dinge. Wisst ihr was, ich mache da weiter in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.